Servus beieinander. Also, jetzt, ich habe euch ja versprochen, ich mache noch mal ein Video bei der neuen Version, wie das mit der Entdrosselung ist. Kurz und knackig, es hat sich quasi nichts verändert. Es gibt immer noch dieses Loop-Kabel hier drin, was man durchschneiden kann, um die Straßenversion zu entdrosseln. Der einzige Clou dran ist, wo sich meistens ein paar Leute wundern, weil sie es nicht finden. Eventuell müsst ihr das Kabel wirklich, also den Schlauch hier, bis hier verfolgen, bis hier hinten verfolgen, eventuell alles aufschneiden, weil das Loop-Kabel erst hier hinten zu finden ist. Kann in ganz extremen Fällen auch sein, dass ihr das hier abnehmen müsst, also über die zwei Schrauben hier, das aufklappen, dass ihr da ordentlich hinkommt, aber seltenst der Fall. Also da habt ihr es, funktioniert alleweil immer noch gleich. Merci, das war's schon, Servus.